So, willkommen zurück. Es ist jetzt das Entscheidungsspiel Atletico gegen Real Madrid. Eine Halbzeit spiele ich mit Atletico, die andere mit Real. Okay, Anschluss. El partido está en juego. El derbi con más goles entre estos dos históricos de la capital se jugó en la temporada 50-51. Die Mannschaften habe ich vorher so aktualisieren lassen, das heißt, la mayor victoria que se ha registrado fue por 5-0. So eingestellt, dass sie zurzeit. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Also mit der aktuellen Mannschaft auf dem Feld spielen, die zurzeit auch fit ist und wahrscheinlich morgen auch im Finale so auflaufen wird. Und deswegen. Real Madrid necesitaría un jugador capaz de retener el balón. Casemiro ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón, pero la jugada se ha quedado en eso. Busca una fisura en la línea defensiva. Stark halten von Neres. Sí, el envío ha sido soberbio, ¿eh? Es una pena que lo hayan desperdiciado. ¡Pase atrás! Dani Carvajal despeja como puede. Decide abrir el campo hacia la esquina. Okay, starker Auftritt erstmal in den ersten 10 Minuten von Atletico. Schön verzogen. Es gibt der Cholio. Oh, hab ich noch jemanden getroffen? Wollte schon sagen. Guck, schießt doch nicht so scheiße. Macht der auch nicht. No ha conseguido desbaratar la jugada. Na, der war scheiße. Komm, komm, komm. Balón abierto hacia el banderín. Oh, stark. Qué buen control. Le pega el balón. So. Gol del Atlético de Madrid. Stark gespielt. Ich gucke mir das noch mal ganz kurz an, wie er den am Anfang so irgendwie verladen hat. Genau so. Und dann hat er einfach so laufen lassen und Ramos war völlig verwirrt. Tja. Habe ich euch aber mal ausgetrickst hier, Lulu. Real Madrid ya pierde desde los primeros compases del partido. Mala pinta. Cristiano Ronaldo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Schön gespielt, aber nichts eingebracht. Felipe Luis. Och, Felipe Luis. Dani Carvajal. La juega en largo. Du kannst das doch nicht machen. Godín. Le pega hacia adelante. Un balón largo buscando amplitud. Oh, Grisi. Dani Carvajal. Alter, das hast du aber schon mal besser drauf gehabt. Pepe. Modric. Bale. Qué buen balón a la banda. Ja. Ja, ja, ja. Real Madrid. Könnte mich doch hier nicht alle so stören. Schön, schön. Das ist unser Spiel. Oh, klasse. Espectacular. Un golazo de antología.
marcó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Gucke. Und schön ins Eck. Ah, unhaltbar. Obwohl, nicht unhaltbar, würde ich fast sagen, aber da muss da schon jemand dran hüpfen, der den perfekten Tag hat. Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Cambia el juego hacia Marcelo. La mete. Puso el balón al área, pero no encontró remate. Coca, das war Marcelo. Quiere jugarla rápido hacia nix. Adelante. Aber passiert halt. Wie sehr verziehen, weil du so ein tolles Tor gemacht hast. Boah, das war ein neuer Leib. So spielt doch der gar nicht. Casemiro. Pase largo buscando el hueco. Eso es saque lateral. Da bin ich dann auch mal altmodisch, dann lieber einfach zur Seite ausklären, als hier irgendein so ein Scheiß hier eben. Sowas mache ich auch mal ganz gern. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich den Ball nicht mehr unter Kontrolle, einen Querpass irgendwo reinlegen, kann eben sehr gefährlich werden. Komm. Tenía muy claro lo que iba a hacer al recibir la pelota en esa zona, ¿eh? Das war eine Chance. La mirada, vio el hueco y no lo dudó. Pepe. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Ach, da kann man nichts. Gerade jetzt. Benzema. In der zweiten Halbzeit kann er wieder was. Supera la defensa y avanza. No sé cómo, pero ha llegado él. Das war aber an der Grenze oder innen. Gucken, gibt's die Karte? El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Du echt, ich rede mit dem, ne? Aber davor. Aber grenzwertig. Da kommt der Kook ins Spiel. Boah. Traumtor. Traumkook. Increíble, Carlos, increíble. Abgefälscht. Increíble. Ja, der Kroos, ne? Seiner geilen Schulter. Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño y así ha sido. Es su segundo gol del partido. Nee, es war Modric's Gesicht oder was? Oder war es einfach durch? Ja, einfach durch. Zwischen Modric und Kroos, und Modric war echt. Er hat doch einen wegbekommen in der Flugbahn. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich die Lücke getroffen. Tor, 350 Punkte kassiert. Was will ich mehr? Das ist mein erstes Freistoßtor. Okay, Leute, das läuft ja mal wieder wie geschmiert für Atletico mit meiner Spielweise. Und ja, wir sehen uns gleich zur zweiten Halbzeit. Ich werde die Teams jetzt dann wechseln. Und
Da bin ich mal gespannt, wer der endgültige Sieger der Champions League 2016 ist. Okay, da sind wir da. Zur zweiten Halbzeit. Anstoß Real Madrid jetzt. Und mal gucken. Mit Atletico habe ich ein 3-0 vorgelegt in der ersten Halbzeit. Und jetzt werde ich mit Real versuchen, das zu amortisieren. Und je nachdem, wie gut Real ist. Ja, die wollen ja den Titel haben, also. Bis jetzt sieht es schwierig aus. Ich habe anscheinend jetzt Atletico stark gespielt in der ersten Halbzeit. Aber sollte man auch noch nicht überbewerten, sind jetzt 5 Minuten in der zweiten Halbzeit. Das hat man nicht zu sagen. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Intenta superar la defensa por bajo. Casemiro. Pelotazo en largo. Griezmann. Coque. La controla Fernando Torres. Dani Carvajal. Pelotazo en largo hacia adelante. La desliza a través de la defensa. Ha habido un gran dominador en el primer tiempo. Veremos qué nos depara el resto de la segunda parte. Le van a molestar por esa falta. Da war der Kroos wieder ein bisschen zu stürmisch. Tja Leute, ich bin ja ein bisschen baff hier, wie sehr Atletico das Spiel letzten Endes macht. Ich habe da, ich laufe als Real da doch ziemlich hinterher jetzt. Auch keine besonderen Chancen bis jetzt gehabt. Mal gucken. Ja. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Eso es saque lateral. Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. Es verdad, todo decidido ya. Pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes, darles más peso en el equipo. Sehr gefährlicher Kroos. Nur irgendein Fuß noch dazwischen. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Griezmann. Pueden tener una buena ocasión. Balón en largo. Coque. La controla Coque. Coque. Ha visto muy bien ese pase en profundidad. Pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Ha jugado el balón entre líneas. Abre el juego a las bandas. Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. Le ha faltado la guinda al pastel. Ah, Ronaldo. Oh, Kopf war noch dran, ne? Ich sehe nur Ball, aber ist okay. Sein Kopf war.
pase de cabeza contra un muro. ¿Echt? Eso es saque lateral. Va a producirse una sustitución. O al menos eso parece desde aquí. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Ok. Benzema. Benzema. Si algo no le falta es seguridad en sí mismo, aunque esta vez no le salieron las cosas como esperaba. Real Madrid lo está pasando mal para mantener la posesión. Envía el pase hacia el córner. Aleja el peligro del área. Griezmann. Toque. Golpea en busca de un compañero. Busca una fisura en la línea defensiva. Modric. Otra vez se la llevan, Iván. Griezmann. Abre el juego a la banda. Vaya ocasión para Fernando Torres. Eso está muy lejos. Ja, bei den Bewegungen, also gerade dieses, wenn die sich da entschuldigen für den Kram, was sie da gemacht haben, da wirken die ja doch noch ein bisschen steif. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Das gibt's doch nicht, ey. Ich komme hier nicht wirklich durch. Extrem konzentriert ihre Defensive. Nicht unter Kontrolle. Also, ich habe mich echt angestrengt, nochmal mit Real da was rauszuholen, aber das hat Atletico nicht zugelassen. Die haben es einfach super sauber runtergespielt. Und damit wissen wir, jetzt wäre die Champions League gewinnen wird. Ja. Atletico Madrid wird es machen. Guckt euch die Statistik an. Die lügt nicht. So wird's laufen. Ja, dann bedanke ich mich beim Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung bei dem Kick. Und ansonsten, tja, wer heute Abend guckt, dem wünsche ich auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich sehen werde. Ich werde da vielleicht mal reinschalten oder so. Ich bin jetzt... Da ganz ehrlich, ein bisschen eher der Patriot, wenn da eine deutsche Mannschaft drin gewesen wäre, würde ich da reingucken. Aber ansonsten, so lasse ich es eigentlich vielleicht doch eher an mir vorbeigehen. Aber ich als Fußballfan sag niemals nie, ne? Ja, dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bei meinen anderen Sachen wieder und schreibt einfach mal, wie es euch gefallen hat. Auch was ihr zum Beispiel für Verbesserungsvorschläge habt, was man noch anders machen könnte. Ich bin da offen. Ciao.